So, Freunde, da sind wir wieder auf unserem Werksfest heute hier. Jetzt geht's weiter. Wir haben heute noch einiges an Programm. Wir haben noch Pferdeshow heute und nochmal eine Schafwanderung und ich glaube auch noch eine Werksführung. Ich muss mal auf den Plan gucken. Ich weiß das alles selber gar nicht so genau, um ganz ehrlich zu sein. Ich stecke da gar nicht so drin. Auf jeden Fall bauen die Horsemans hier jetzt gerade schon auf. Die machen ein Roundpen, heißt das. Das heißt, sie machen sozusagen einen Zaun auf und werden dann mit ihren Pferden hier etwas vorführen. Und jetzt muss ich mal schnell das meinen Nachbarn erklären, bevor es hier Probleme gibt. Wir haben hier so eine Situation mit so einer Pferdeshow, okay? Und auf der Wiese geht das nicht, weil die müssen so eine Litze ziehen hier einmal, verstehst du? Und da ist ja, diese ist schön weich und eben hier die Wiese und deswegen wollen wir das jetzt eben mal hier machen. Einverstanden? Ich weiß, du mähst die immer. Wir machen die auch nicht kaputt, die Wiese. Die wird hinterher genauso gut sein wie vorher. Einverstanden? Dann bin ich ja gespannt, ob die genauso gut sind. Ja, ich werde persönlich alle Pferde Apple wegsammeln. Dafür hupst du. Dafür hupe ich. Deal? Ja, gut, okay, alles klar. Sehr schön, gut. Es gibt jetzt gleich eine krasse Pferdeshow zu sehen. Federführend von meinem Freund Uwe Weinzierl. Der NDR hat eine Dokumentation über uns gedreht. Und die Redakteurin, die das federführend gemacht hat, hat auch über ihn eine Dokumentation gedreht. Und ich habe der Redakteurin erzählt, dass es schon immer mein Traum war, mal reiten zu lernen. Aber wie das immer so ist, hat man keine Zeit und verschiebt das auf später und so weiter. Und dann hat sie gesagt, ich kenne da einen, der kann dir das beibringen. Das ist der Beste, der dir das beibringen kann. Ich kenne dich, Marco, dein Charakter, das ist der Richtige. Und dann hat sie gesagt, da fahren wir mal zusammen hin. Und dann sind wir zusammen nach Neudrefall gefahren, zu Uwe, da hat er seinen Hof. Und Uwe hat am ersten Tag, ich habe noch nie auf dem Pferd gesessen, er hat mich auf dieses Pferd gesetzt, er hat mir rechts und links und Gas und Bremse erklärt. Und dann sind wir ins Gelände gegangen und ich bin galoppiert. Das liegt nicht an meinem Talent, sondern das liegt an der Fähigkeit, oder an seiner Fähigkeit, Pferde auszubilden, okay? Das sind im Grunde genommen, saß ich auf einem Zirkuspferd. Und das hat natürlich alle meine Fehler sozusagen überspielt, im Grunde genommen. Und außerdem will ich noch was sagen. Er ist nicht nur Pferdeflüsterer. Ich kann auch noch auf ganz anderen Gebieten sehr viel von ihm lernen. Er ist auch ein Bauamtsflüsterer. Was er im Außenbereich da hinbaut, das ist der absolute Wahnsinn. Und da muss er mir sein Geheimnis aber erst noch verraten. So, und jetzt gebe ich ab und ich wünsche euch viel Spaß mit Uwe Weinzierl und Natural Horsemanship. Wow, was für eine Ansage! Willst du in dieser Pferdeherde akzeptiert werden? Weil du verhältst wie ein Pferd, weil du fühlst wie ein Pferd? Und jetzt ist die Frage, meine Lieben, wie funktioniert die Lenkung? Und ihr seht, der Jan hat jetzt zwei Sticks. Und in diesem Rahmen erlaubt er seinem Pferd dahin zu gehen, wo er möchte. Und er wird es gleich nochmal schön demonstrieren. Passiert ist Folgendes. Wir haben jetzt öfter mal das Problem gehabt, dass unten die Sicherung rausgeflogen ist, an der das obere Dorf hängt. Weil hier extrem große Verbraucher sind, die elektrisch heizen so. Das nimmt immer viel vom System weg. Wir haben hier und da schon einige Verbraucher abgehängt. Nichtsdestotrotz passiert jetzt immer häufiger, dass die Sicherung kommt. Und jetzt werden wir die Fritteusen von dem Fischstand runter auf die andere Verteilung legen, dass dann das Dorf hier oben erstmal safe ist. Und dann kümmern wir uns separat um ihn. Das ist so der Plan. Der Zwischenstand ist, dass jetzt schon mehr Leute da sind, auf jeden Fall, als letztes Jahr um diese Uhrzeit. Ja. Wir sind echt an unserer Kapazitätsgrenze. Ich glaube, nächstes Jahr überlegen wir mal, ob wir mit Ticketverkauf machen. Wenn alles leer ist. Dann gibt's schlüssig. Wenn alles leer ist, nee, das gibt's nicht. Also, wer heute Abend ausverkauft ist, der muss heute Abend noch in die Metro fahren und nachordern. Hi, ich bin Maria und bin ja, Gründerin von Wetterpelle und habe sozusagen die Geschäftsidee gehabt, die ersten Fußsäcke für Babys und auch erstmalig größere Kinder herzustellen, welche man in Babyschalen, Kinderwagen, Lasträdern und auch Fahrradanhängern mit reinlegen kann. Der Wunsch, so ein Produkt zu entwerfen, weil ich das leider nicht auf dem Markt gefunden habe tatsächlich, war eigentlich klar, dass das nur regional stattfinden soll, beziehungsweise mit dem Material Wolle, weil es das halt noch gar nicht gab oder auch jetzt noch nicht gibt. Und dann war der Weg nicht weit, ne? Letzten Endes von Rostock.
Und dann ist die Kooperation mit Marco tatsächlich zustande gekommen. Und auch so weit, dass ich nicht nur das Material sozusagen bekommen habe, sondern dass Marco bzw. Nordwolle halt auch anfertigt und produziert für mich. Ich bin Olaf Giertz und ich verkaufe Gläser, die ich selber herstelle aus alten Flaschen. Ich erhitze das Glas und forme es dann um. Ich bin gelernter Glasmacher und kann zum Beispiel aus so einer Werder Ketchup-Flasche dieses Teil machen. Man sieht immer noch die Struktur, die hier im Hals zu sehen ist. Kann man selber nähen. Und man hat die fertig zugeschnittenen Teile und kann dann auch mal eine Industriemaschine so ein Teil selber nähen. Meine Frau wollte eine Tasche haben. Ich brauche immer mal ein bisschen Anleitung. Achso, und jetzt die andere Seite hier rüber. Ja. Alles klar. Aber alles kann machen. Und jetzt einfach weiter. Ja. Das macht er sehr gut. Er kann vieles nicht, ganz bestimmt, aber das kann er gut. Ich kann wahrscheinlich viel mehr, als sie denkt, dass ich kann, aber ich mag Dinge nicht tun. Aber ich glaube, ich bin mit den Händen ganz geschickt. Insofern, das passt ganz gut. Ich bin die Silvi vom Wikingerhort Oberhausen. Normalerweise Wikingerdarsteller auf Mittelaltermärkten. Aber man kann mich auch auf Bauernmärkten oder themenaffinen Märkten, so wie jetzt hier beim Werksfest, auch finden, weil ich verarbeite heimische Schafwolle und färbe die mit Pflanzenbunt. Da koche ich eine Färbeflotte aus Rheinfarn und Beifuß. Die Garne und auch fertig gefärbte Decken zum Beispiel in verschiedenen Farbtönen, die zeige ich auf den Veranstaltungen immer, wie ich das färbe, das führe ich vor. Ich bin der Ralf von Wildling, Wildling Schuhs, heißt also wir produzieren Minimalschuhe, ne? Barfußschuhe, sagen ja auch viele. Das ist hier vor meinem Schaf. Wir beziehen die Wolle von Marco, ne? So gerade hier auch für das Innenfutter, das findet ihr auch. Hier an den Jacken, an der Hose, die ich sehr favorisiere, ne, findet ihr das wieder. Da, so ist die Kooperation irgendwie entstanden. Wildlingen gibt es jetzt irgendwann, ne, bald 10 Jahre. Und was uns unterscheidet, wir haben hier einen Sohlenspalt, haben hier die Sohle ein wenig ausgearbeitet, dass gerade wenn man so einen breiten Fuß hat wie ich, genau, kannst du auch mal, wenn ich abrolle, braucht mein kleiner Zeh genau diesen Platz. Und da haben wir diese Aussparung. Sieht man jetzt nicht durch den Schmutz. Und die Wertstoffkette. Das heißt, wir geben uns auch sehr viel Mühe, darauf zu achten, dass wir nicht irgendwelche Materialien haben, sondern dass wir auch natürliche Materialien haben, die auch teilweise wirklich recycelt werden können. Ja. Und das hat eben auch so ein bisschen Anspruch. Uns hat bewegt, hierher zu kommen, weil wir schon langjährig im Prinzip Kunden sind, sehr zufrieden sind mit der Qualität. Und das Campen, ja, dann kann man also den ganzen Tag genießen und schön ausklingen lassen und nächsten Tag in Ruhe wieder nach Hause fahren. Also es hat sich ein bisschen ergeben, dass wir hier mal so ein Vater-Sohn-Wochenende machen. Ne? Und ich finde den Marco halt super. Ne? Dann wollten wir uns das hier und mal angucken. Wir haben Nordwolle geguckt. Genau, mit Videos immer verfolgen. Ne? Und er wollte das natürlich auch mal sehen dann hier. Ne? Also dieses Jahr waren deutlich mehr Leute da. Wir klühen jetzt einfach ein bisschen vor, wollen dann nochmal rüberkommen. Aber dann werden wir einfach mal sehen, ja. Hallo, schönen Gruß erstmal an Marco und danke, dass wir heute auf deiner schönen Ranch campen dürfen. Völlig kostenlos, genau, kostenlos. Super Aktion von dir. Dafür kaufe ich auch eine Jacke bestimmt noch bei dir, für den vollen Preis. Jetzt machen wir ein Quiz, Freunde. Jetzt machen wir ein Quiz. Wir haben ja heute den ganzen Tag hier die Leute informiert und gebildet, nicht? Und jetzt wollen wir mal gucken, ob auch was hängen geblieben ist, ne? Kann ja sein, dass das hier alles nur heiße Luft war, ne? Viel davon war bestimmt heiße Luft, gebe ich zu, ne? Aber das ein oder andere Körnchen Wahrheit mag sich heute in dem ganzen Bullshit versteckt haben. Und das wollen wir jetzt noch mal rauskitzeln, nicht? Hier, Quiz jetzt! Kommt mal zusammen! Jetzt machen wir ein Quiz! Es gibt Fragen und es gibt auch was zu gewinnen! Es handelt sich hier nicht nur um ein Quiz, Freunde. Es handelt sich in Vorbereitung auf die Party heute Abend, nicht? Da sind ja die ganzen Camper sind ja da, die sind ja heute Abend alle hier zur Party. Ne? Wir haben DJ auch, der wird auch hoffentlich gleich mal seinen Pult hier aufgebaut haben. Und dann machen wir Party heute Abend und dafür wollen wir auch ein bisschen vorgeglüht sein, nicht? Das heißt, es handelt sich hier um eine Mischung aus Quiz und Trinkspiel. Ja? Es werden jetzt 2 Teams gebildet. 10 Fragen habe ich hier, 10 giftige Fragen. Und das sind so A, B, C-Fragen. A, B und C. Okay? So.
Und dann gibt es einen Punkt für die richtige Beantwortung und es gibt keinen Punkt für die falsche Beantwortung. Aber wer falsch antwortet, das Team, das falsch antwortet, haben wir überhaupt genug? Also wer falsch antwortet, muss einen Troschi trinken. Das ist hier jetzt das eiserne Gesetz, okay? Jetzt mal Hand hoch, wer will mitmachen? Okay, so geht das nicht. Ich zähle ab. 1, 2, 3, 31. Okay, so. Ich weiß nicht, ich habe hier nur... Ich habe hier nur Blitzermahnungen hier. Ja, ich habe davon so einen Block. Was soll ich damit machen sonst? Die sind ja immer nur einseitig bedruckt. Das ist die Nachhaltigkeit hier. Was haben wir sonst noch hier? Ich habe keine leeren Blätter. Ich habe hier sonst... Ich hab keine leeren Blätter. Cool, Heini! Hau rein! Habt ihr Durst? Wieder gewonnen. Für die Beantwortung der nächsten Frage muss ich mich präparieren. So. Welcher Zuchtbetrieb hat auf dem Landschaftstag MV 2024 den Wollsieger gewonnen? War das A, der Pommernhof Westphal? Oder war das B, Firma Nordwolle? Oder war das C, die Pommernzucht Vielhaber? So, ihr dürft euch beraten. Ja, ist ein bisschen nerdy, man muss halt die Szene ein bisschen beobachten. Ne? Man ist ja nicht jeder so drin. Ne? Wie viele Prüfstatikberichte wurden von Prüfstatik... wurden vom Prüfstatikbüro bereits angefertigt, ohne eine Freigabe des Treppenhauses und des Obergeschosses zu erwirken? Sind das A, 3 Prüfberichte? Sind das B, 7 Prüfberichte? Oder sind es C, 9 Prüfberichte? Ihr dürft euch beraten und dann die Antwort präsentieren. Aufdecken, bitte. B haben wir hier, was haben wir hier? C. Hätten wir ziehen sollen? C. 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 Ja, die richtige Antwort ist C. Es ist ja! Applaus hier für uns. So, und das Siegerteam hier, ich fasse sie mal zusammen. Ihr dürft euch jetzt bei uns im Shop entweder eine Mütze oder eine Bauchtasche aussuchen. Wow. Ah, jeder Einzelne. Ist das was oder was? Das ist doch was. Das ist doch was. Ja? Heute Abend haben wir also hier einen DJ. Wir machen gleich schönes Licht an hier und wir tanzen heute Nacht. Es wird schöne Musik geben. Ihr seid herzlich eingeladen, hier zu bleiben. So, jetzt ist der Ausgleich dran. Ne? Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen auf die Wiese. Und erkunden noch mal ein bisschen die Teplitzer Umgebung. Und das geht am besten zu Pferde. Ha? Und auch am schönsten. Wo ist die Wiese, wo wir auf sind? Ja, hier unten. Ne? Wo der Parkplatz auch ist. Da könnten wir auch weiter runtergehen. Wir haben aus den Fehlern vom letzten Jahr sehr viel gelernt. Letztes Jahr war das wirklich extrem stressig für viele Mitarbeiter, aber dieses Jahr, das war toll. Also das war alles gut organisiert. Ich habe ganz tolle Gespräche mit unseren Kunden oder die es werden wollen, geführt. Das motiviert dann einen fürs ganze Jahr. Das war wirklich schön. Ich habe dort so einen Infotisch, wo ich den Leuten erkläre, wie das vom Schaf zum fertigen Kleidungsstück wird. Also so alle diese Arbeitsschritte von Wolle waschen über dann weben und oder stricken und wie das dann alles zusammengesetzt wird, ja. Und was machst du jetzt? Jetzt feiere ich. Mal ausreiten, das war schön. Ich wollte ja auch mal zu Hause über unsere eigenen Felder hier sozusagen reiten. Über unsere eigene Wiese. Dankeschön, Khalifa. Und jetzt gehen wir Büsche trinken, nicht? Leibliche Wohl. Mehr geht nicht. So, Freunde. Unser Werksfest ist jetzt vorbei, es neigt sich dem Ende. Ihr seht es, ich bin auch schon hier wieder in ganz anderen Elementen unterwegs. Dazu bestimmt noch häufiger mehr. Ich will jetzt auf die Tanzfläche, ich will ein Bierchen trinken und habe jetzt keine Lust mehr zu quatschen. Nicht wahr? Ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr unser Werksfest fandet, ob ihr nächstes Jahr kommt natürlich und was ihr euch vielleicht an zukünftigen Programmpunkten auch noch vorstellen könntet. Da sind wir immer offen und wir sind für alle Schandtaten bereit. Also, und jetzt wird abgeschaltet. Kommentiert uns, liked den Channel, abonniert den Channel natürlich auch. Tschüss, auf Wiedersehen.